Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode 7 Days to Die Alpha 16 auf Rakata Gaming. In der letzten Episode haben wir eine XXL-Episode gemacht, dass man endlich was weitergeht an der Baustelle. Entsprechend die Fundamente hochgezogen und habe jetzt noch ein paar kleine Vorbereitungen getroffen. Und wir sind natürlich wieder auf der Jagd nach einem Screamer, wie könnte das auch anders sein? Sind jetzt einfach dezent, schnell und kurz und schmerzlos aus dem Verkehr. Das ist egal, ist auf Brass. Wenn ich zur Verstärkung rufen kann mit unserer super tollen AK-47. Ein leichtes Spiel für uns. Ja, wie ihr seht, die Baustelle inzwischen wieder korrekt abgesichert. Wir haben diese zentralen Konstruktionssäulen hochgezogen. Gut, dass wir da reingeschaut haben, denn wir haben jetzt gerade gesehen, dass da ein Block gefehlt hat. Ich habe in der Zwischenzeit eine kleine Brücke hier rüber gebaut, das heißt, wir können uns hier jetzt von A nach B nochmal bewegen und wir werden dann eine Leiter einfach mal reinhängen. Wir müssen aufpassen, dass wir da jetzt nicht runtersegeln. Ich habe gerade gesehen, da fehlt auch ein Block. Ja, meine Baustellen sind außerordentlich gefährlich. Also im Multiplayer wäre ich, glaube ich, eine Katastrophe. Ich habe uns eine Generatorbank gebaut, ein paar Wire Relays und eine kleine Engine und ein paar Spotlights und versuche jetzt mal provisorisch dann die Baustelle auszuleuchten. Das werden wir dann entsprechend machen. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. Wir werden uns am Meer bauen, ist klar. Nur mal zum Testen, wie wir das ausleuchten können, wie das funktionieren könnte. Bevor wir das in Massenproduktion gehen. Nämlich, ob das die richtigen Lichter sind, ob das entsprechend den Effekt hat, den ich möchte. Gut. So viel dazu. Wie machen wir das jetzt? Mit den Leitern und so. Also ich möchte mich da jetzt wirklich nicht einschränken oder festlegen. Wir werden die Leitern einfach wahrscheinlich einfach bei einer der Betonpfeiler befestigen, da einfach eine Leiter drauf machen und uns dann einfach nach oben bauen, ja? Und dann einfach da weiterlaufen. Weil ich möchte jetzt genau diese Seitenblöcke hier nicht zumachen. Weil sonst brauchen wir ja hier eine Säule oder hier eine Säule oder hier und das möchte ich ja nicht beibehalten. Damit man hier die, sonst schränken wir uns ja quasi im Bau ein. Ja? Die logische Lösung ist, wir befestigen es an einen dieser Säulen, weil die Säulen sind ja da, kommen um zu bleiben, ne? Die gehen nicht mehr weg. Okay, so viel dazu. Ich hoffe, wir haben genug Leitern. Ich habe das jetzt nicht genau ausgemessen, aber ich denke ja. Das heißt, die montieren wir einfach mal daher und arbeiten uns jetzt dann nach unten und hängen mal die Leitern auf, dass wir mal bequem rauf und runter können. Oder jedes Mal einen Nerdpool anwenden zu müssen. Scheibenkleister! Oh, das ist aber. Oh! Das war jetzt aber stylisch, oder? Du verdammter Mistkerl! Der Airdrop-Typ, natürlich. Aber das war jetzt sehr elegant gelöst. Jetzt hat sich das Auslegen mit den Heuballen aber wirklich mal richtig ausgezahlt, weil das hätte sonst richtig wieder wehgetan. Wir sind gerade dabei, unseren Bruch zu heilen. Meine Güte. Ihr habt es gesehen, die Baustelle ist nach wie vor sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich und dementsprechend müssen wir da Vorsicht walten lassen. Meine Güte. Beinahe hätte es uns wieder zerbröselt. Also wir hätten es über... Naja, ich bin mir nicht sicher, ob es mit gebrochenem Fuß überlebt. Kann sein, dass man da mehr Schaden nimmt, wenn der Fuß gebrochen ist. Das weiß ich nicht genau. Himmel, Herrgott, nochmal, das nervt jetzt. Gibt es einen anderen Weg? Nein, gibt es nicht. Müssen wir es dann nachher wieder mit dem Nerdpool wieder wegnehmen. Genau, dafür haben wir es ausgelegt. Genau, deswegen bauen wir eine Leiter. Und ja, wir müssen diese Leiter irgendwie absichern. Kaum war der Airdrop da, kaum ist man mal nicht hundertprozentig konzentriert, geht es in dieser Baustelle bereits abwärts. Das heißt, eine Idee wäre, dass wir entsprechend Rebar-Frame-Ebenen reinziehen. Einfach nur mal, damit wir nicht so weit runterfallen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wobei, wir haben es unten mal ausgelegt. Aber sobald wir unten das weiter ausbauen, müssen wir dann überlegen, ob wir dann entsprechend das Kissen weiter rauflegen. Wenn wir zu weit runterfallen, ihr wisst ja, also das kann man sich dann, hoppla, das kann man sich dann überlegen. So. Ah, shit! Wieso ist da kein Boden da? Ah! Meine Baustellen sind lebensgefährlich, aber ihr seht ja, ich habe schon vorgesorgt. Wir haben jede Menge Splints, die gehen uns nicht aus.
Oh Mann, ich brauche mehr Rebar-Frames. Das ist eine Katastrophe auf dieser Baustelle. So, wir müssen da irgendwie echt schauen, dass wir da... jetzt mal nochmal durch, kurz mal in uns gehen und durchdenken, wo fängt die Leiter an? Wieso fängt die hier an? Ja, okay, ich kenne mich aus. So, und wir machen das jetzt einfach so. Ja, und ich lege das hier aus, weil das war jetzt das große Problem, dass wir hier keine Plattform hatten. Und dann haben wir irgendwie kurz das Gleichgewicht verloren und ja, schwuppdiwupp waren wir schon unten. So, jetzt haben wir zumindest hier eine Plattform. Okay, und jetzt können wir das hier in der Mitte wegnehmen. Jetzt tue ich das aber oben, nein, hier wieder rein und jetzt können wir das in unten weiterbauen. So, genau, so machen wir das. Und dann werden wir entsprechend Zwischenebenen, glaube ich, reinziehen. Dann sei es mal nur das Rebound Frame. Das muss ich auch nicht komplett ausfüllen, das muss ja nur hier entsprechend um die Säule herum ein paar Meter, einen Meter breit sein oder was, dass man nicht dann, ja, jedes Mal, wenn wir da rumkaschballen, was irgendwas kurz aus dem Konzept bringt, dass man nicht gleich wieder einen Abflug machen, da 70 Meter in die Tiefe. Auch wenn wir es unten ausgelegt haben. Das habt ihr gesehen. Ich habe mit Ach und Krach die Bruchlandung verhindern können. Weil wir genau natürlich in dem Bereich runtergesegelt sind, wo es nicht also nicht komplett war. Ich bin schon auf die Kommentare gespannt. Haha, ja. Ich weiß. So. No comment. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Ja, da war jetzt noch wieder kein Block, weil wir dann zwischendurch das Bausystem ein bisschen geändert haben. Zumindest können wir die jetzt recht bequem wegnehmen. Weil die ja sich links und rechts bereits anhalten. Das heißt, die brauchen gar keine Unterstützung mehr. Oh, schaut's mal. Oh mein Gott. Sofort den Hammer auspacken. Boah, wenn wir den Block wegnehmen, dann hängt das Ganze an ein paar Reaper Frames. Ich hoffe, wir haben sonst nichts übersehen in dieser Riesenkonstruktion da. Ja, wir brauchen definitiv unter der Leiter, das muss ja definitiv ausgelegt werden, sofort. Haben wir noch welche? Ja, ich habe noch ein paar gebastelt. Da müssen wir uns noch welche holen. Aber zumindest das hier ausgelegt ist, weil hier kann man nicht reinfallen, aber hier... Ja, dann mache ich nämlich das hier vielleicht weg und tue den da hier aufs Eck. So, übrigens das geschützt ist. Genau. Dann brauchen wir die nicht unbedingt da an der Ecke, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir da runtersegeln, ist außerordentlich gering. Und tun die vielleicht noch da, genau, da einen her und da einen her. Und dann passt das ja eigentlich eh, ne? Weil im Prinzip, wir hantieren jetzt hauptsächlich in dieser Ecke, also in diesem Bereich. Okay. Huh. Wir haben es geschafft. Wie oft haben wir uns jetzt den Fuß gebrochen? Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ein paar Mal. Ja, ich weiß. Ein paar Mal. Und dabei belassen wir es auch. Wir sprechen nicht länger darüber. Das ist Geschichte. So. Nächster Punkt der Tagesordnung. Wir platzieren mal diese Generatorbank. Einfach mal irgendwo. Daher. Von mir aus. Dann werden wir ein Relay montieren. Vielleicht. Die Frage, wo stellen wir die Lampen auf? Wir könnten, ich schaue es mal an von der Rotation, diese Teile hier. Advanced. Okay, ich glaube, die haben keine Advanced Rotation. Nein, haben sie nicht. Die haben nur Simple. Gut, dass wir nicht mehr gebaut haben. Das heißt, die müssen wir eigentlich, die sind für unsere Zwecke jetzt nicht ideal geeignet, weil sie natürlich... Also sie sind sehr hell, aber ich kann sie leider nicht einmal vertikal rotieren. Ich dachte, ich kann sie nämlich vertikal rotieren. Dann hätte man nämlich quasi da oben auf 30 Meter reingehängt und oben noch welche reingehängt und so weiter. Aber so geht das eh nicht wirklich. Okay, das heißt, ich werde die, glaube ich, gar nicht montieren und wir uns andere Lampen bauen. Und die Idee ist, dann können wir die auf die Säulen nämlich gleich draufhängen, weil die bleiben dann stehen. Und dann können wir die mal entsprechend... solide verankern. So. Okay, jetzt haben wir hier eine Plattform. Ja. Klein, aber fein, aber zumindest eine Plattform. Und ja, ich werde das hier ein bisschen erweitern. Und hier haben wir unseren Nerd. Oh, hallo! Oh. Seht ihr, was ich sehe? Warum ist da oben ein Loch? Ich habe wieder mal Mist gebaut. Irgendwo.
So. Na! Zu spät! Ist da noch ein Loch? Ich glaube ja, gell? Ja, definitiv ist da noch. Boah, was geht denn hier ab? Wir machen das wie die Sand. Ich weiß nicht, wie heißt die Tochter? Ich weiß nicht, wer das war, aber die hat auf jeden Fall in der letzten Game of Thrones Episode eine ähnliche Aktion gemacht. Messer in den Schritt. Wir haben dafür eine Armbrust. Okay. So. Ich hoffe, wir haben da oben keine anderen Löcher, weil das war natürlich wieder extrem peinlich, wenn dann einmal plötzlich runterfallen. Ich so, ja, ist komplett abgesichert und dann wieder. 3 Sekunden später regnet es Zombies. So, genau. Und das und. Ja, das können wir glatt lassen. Das ist eine Absicherung. Schaut mal, wir machen uns ein kleines Geländer. Ja! So, jetzt fahren wir garantiert nicht mehr runter. 3 Sekunden später segelt er wieder abwärts. Nein, ich denke, dass das passt jetzt schon. Jetzt wird es langsam ein wenig sicherer. Vor allem, wenn wir mal eigentlich einen Plan im Kopf haben, wie wir das bauen werden. Also wir haben gesagt, wir nehmen diese, die nicht, weil die nicht dafür geeignet sind. Bauen wir uns die Industrial Lights. Die habe ich noch nie gebaut. Übrigens haben wir noch mehr Verteiler, die wir auch brauchen. Na, die Industrial Lights, ihr wisst schon, diese richtig. Ja, ich glaube, die werden wir mal probieren. Forged Iron Electric Part, oh Gott, die brauchen viel Material. Alles eigentlich brauchen die. Die brauchen eigentlich alles, Leute. Ich hoffe, wir haben da genug Material. Na, haben wir nicht. Wo ist das? Oh, da haben wir Plastik. Ich dachte schon, wir haben Plastik mehr. Wir haben noch Plastik. Aber wir müssen was farmen, ich sage. Das haben wir nicht umsonst gefarmt, das brauchen wir jetzt. Wir bauen einmal 2 oder 3 und testen die Teile mal, bevor ich da jetzt wieder eine komplettes Sammelsurium baue. Da wäre jetzt auch eine coole. Ja, ich tue es mal da rein. Dass ich weiß, dass das alles auf einen Griff quasi ist. So, okay, das tut er jetzt kaum drüben. Tun wir das einfach da unten rein. So. Einfach, dass wir das nicht nochmal raussuchen müssen. Wir haben das ja jetzt quasi griffbereit gehabt. Wir werden den Inventarplatz brauchen. Minute warten wir noch drauf. Okay, schauen wir mal, was sich da tut. Oh, sehr schön. Mhm. Schaut mal das Eisen an, das wird auch langsam ganz schön viel. Brauchen mehr Ton. Brauchen wir mehr Ton. Tun wir da nochmal 500 Ton rein. Ah, nicht in die. Das ist die falsche. Die meinte ich. Ja, aber schauen wir mal das Eisen im Verhältnis zum Ton an. Und dann entsprechend noch was machen. Die produziert ja dabei. Ah, okay, da brauchen wir was nach. Da müssen wir was brennen. Da haben wir dann nochmal 2x1500. Dass das ständig gefüttert wird. Ständig am Laufen ist. Ohne Unterbrechung. Wie schaut es da aus? Oh ja. Leute, wir produzieren jetzt wirklich massenhaft Beton. Haben wir noch irgendwo. Nein, da haben wir schon geschaut. Da haben wir. Da kommt noch was raus und da. Ich mach da was mit drin. Sehr gut. Wir können die Betonmixer schon wieder anwerfen. Die laufen jetzt wirklich. Also tut mir jetzt wirklich. Einfach maximal alles reintun. Schauen wir mal, ob wir noch was haben. Ja, wir haben keinen Zement mehr. Haben wir noch Zement? Irgendwo. Nein. Okay, kein Zement mehr. Macht nichts. Der Beton. Ja, der wird. Der Stack wird größer und größer, obwohl wir jetzt eigentlich mehr verbraucht haben, als wir produziert haben, glaube ich. Aber dachte ich zumindest. Aber okay, das läuft. Gut. Haben wir die Minute sinnvoll genützt. Wir haben unsere Lichter. Und die probieren wir jetzt mal aus da unten. Weil es wird eh schon langsam dunkel. Das heißt, wir probieren es mal unten aus, auf der untersten Ebene. Und schauen, ob die entsprechend Licht geben oder ob das vergebene Liebesmühe ist. Ich würde es gerne machen. Ich würde da gerne natürlich entsprechend das volle Erleben ermöglichen und außerdem möchte ich auch natürlich nicht so gerne im Finstern arbeiten. Dementsprechend war die Idee, dass wir hier die Baustelle richtig schön beleuchten. Und dann müssen wir einfach nur die richtigen Lampen finden. Die Idee war, wenn wir die jetzt, ich weiß nicht, hier an die Ecken hängen, ne? Wo ist denn unsere Generatorbank? Genau hier, okay. Das heißt, ich hänge die. Hänge mal eine daher. Ist mal völlig egal, wie das ausschaut. Wir drehen es einmal auf. Ah, wir haben unseren Motor mit. Treibstoff haben wir mit.
Okay. Sie gibt Licht, aber nicht so viel, wie ich dachte. Müssen wir sie niedriger montieren, gell? Oder dann jetzt weiter mal dazu hängen. Machen wir es mal so. Das ist mal jetzt ein Learning by Doing. Oh ja, das ist kein schlechtes Licht. Das ist nicht so schlecht, das scheint, aber schaut mal, die scheinen ja eigentlich mehr die Wand da an. Kann man die rotieren? Ja, die kann man advanced rotieren. Ich habe sie schon richtig montiert. Sie sind eine Spur zu hoch, glaube ich. Das Problem ist, dass viel Licht geht da gegen die Wand, habe ich das Gefühl. Also man sieht die Wand, der Bereich, genau der Streifen wird stark ausgeleuchtet. Die müssten wir eigentlich wirklich von oben nach unten montieren. Aber sie erfüllen ihren Zweck. Das ist genau das, was ich wollte, dass wir da das entsprechend ausleuchten können. Weil das, hier der Boden, ist nicht schlecht ausgeleuchtet. Das ist nicht so schlecht für zwei Lampen. Das ist nicht so schlecht. Einzige Problem ist, dass wir sehr viel Licht eben gegen die Wand erstrahlen. Das wollte ich nicht. Aber ich will jetzt eben keinen Boden reinziehen. Gut, also ich würde sagen, die können wir bauen. Die Frage ist, ja, wenn wir da auf jeder Seite zwei machen, 2, 2, 2. Wie viel brauchen wir da? Pro Seite, da brauchen wir 8 pro Stockwerk. Okay. 8 pro Stockwerk. Ich glaube, wir werden eine Menge Elektroteile farmen müssen, bevor wir das zusammenbekommen. Aber ich möchte zumindest, dass wir unten im Licht arbeiten. Das muss am Tag 40 möglich sein. Dafür haben wir die Ressourcen, das machen wir. Machen uns doch nicht unnötig das Leben schwer, außer es sieht richtig cool aus. Vielleicht, wir werden sie noch vielleicht auch beibehalten. Also ich installiere die mal jetzt gedankenlos, ohne jetzt weitere Planungsschritte zu machen. Und kaum habe ich es gesagt, fängt der Kopf wieder an zum Rattern. Was hast du gerade gesagt? Nein, wir müssen das irgendwie optimieren. Das gibt es auch nicht. Da muss es eine Möglichkeit geben. Ich weiß nicht, ob die vielleicht besser sind. Ah, die Qual der Wahl. Vergleichen wir uns mal mit zwei von denen. Können wir uns mal einen Screamer und dann vergleichen wir das seitenweise. Schauen wir mal, vergleichen wir uns, bevor wir die komplett jetzt in Auftrag geben. Unser ganzes Material verbrauchen, wir haben nicht so viel Material. Wir können ein paar... Oh, ich habe das... Ich habe die Luke offen lassen, du bist... Boah, du bist irre. Wir sind wirklich irre. Da ist eine kleine Wanderhorde unterwegs, da hinten. Ein paar sind hängen geblieben. Wo ist die Screamerin? Das ist nicht. Gräbt sie wieder auf der Seite. Da sind ein paar. Habe ich sogar gehört, die Screamerin, aber gleich wo sie ist. Am Ende ist sie in der Basis selber drinnen. Die macht da Trockenschüren mitten im Berg. Okay, wo ist die hingefallen? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Die runtergerutscht, den Hang wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich. Egal. Wo ist die Screamerin? Ich will kein Risiko eingehen. Ich will nicht unnötig dann mitten in der Nacht Stress bekommen, dass sie plötzlich dann in die Baustelle durchbrechen oder so von der Seite. Das könnten sie theoretisch. Stellt euch das vor. Alter, woran bist du jetzt gestorben? Der hat noch gelebt nach dem Schuss und dann krabbelt er weiter und dann krepiert er. Interessant. Ich habe gerade eine neue Schreckensvision. Was ist, wenn sie sich da jetzt durchgraben und dann mitten in unseren Baustellenschacht reingraben? Ja, das ist real. Das ist kein Scherz. Das ist kein, das ist möglich. Das ist absolut möglich. Das ist absolut realistisch. Das sind ein paar Meter Sand und dann sind sie durch. Okay, vielleicht sollte man doch vielleicht den Außenschacht nochmal schneller verkleiden, als ich geplant hatte. Hä? Ursprünglich war die Planung, wir machen das eigentlich erst später. Also von oben schaut es auch nett aus. Wirklich nett auch schon. Was macht das? Ist die in unserer Basis drinnen? Nein, da ist sie. Ich habe sie nur einfach nicht gesehen. Oh nein, sie spawnt noch eine Screamerin. Nice.
Also die AK-47 gefällt mir immer besser. Sehr schön genau, Kimmelkorn, perfekter Schuss, zack, Sache erledigt. Räumen wir mal auf da. Und dann schauen wir das mit den Lichtinstallationen nochmal an. Da müssen wir echt überlegen, ob man nicht ja, den gefährdeten Bereich zuerst verkleiden. Aber das ist genau die Frage. Das ist jetzt genau die Fragestellung. Wir werden einfach eine Zwischendecke vielleicht reinziehen. Sei es wiederum unten nur eine provisorische, damit die, falls sie wirklich durchgraben, wir hören das unten nicht, dass sie uns nicht dann dutzendweise am Kopf fallen. Das sollte man auf jeden Fall machen, dass wir zumindest eine Rebar-Frame-Ebene weiter unten reinhängen. Weil dann können sie sich ja ruhig durchgraben, dann kommen sie halt rein, okay, aber sie sind nicht oben und auch nicht ganz unten. Das wäre eine Überlegung. Das könnte man andenken, weil das ist sicher, aber sie können sich jetzt da reingraben, wenn sie sich genau hier reingraben, auf die 20 Meter, dann, naja, sind sie herinnen. Verflixt. Kaum denke ich, wir haben an alles gedacht, fallen uns wieder irgendwelche schlimmen Sachen. Ach, ich räume jetzt ja gar nicht auf, das ist... Leute, wir wollen weiterkommen. Gar nicht so viel nachdenken. Ja, es kann passieren. Es ist real, es ist keine Fiktion. Okay. Moment, kann ich das kurz nochmal zurücklegen irgendwo? Hauen wir uns gleich die Painkillers rein, wir haben eh nicht auf volle Hitpoints. Ja, wir sind durstig. Ich weiß, wir haben keine Goldrouten-Themen mehr. Da müssen wir dann auch, wenn wir rüberfahren zur anderen Basis, wenn wir die andere Basis wieder ausbauen, reparieren. Für die nächste Horde werden wir uns Goldrouten sammeln und dann Goldrouten wieder anbauen und farmen. Und ihr wisst ja, das habe ich jetzt vernachlässigt. Und kaum ein paar Wochen einfach nicht dran gedacht und dann ist es der Tee ausgegangen. Da habe ich sicher auch damals groß und breit erklärt, ach, den brauchen wir jetzt gar nicht. Ja, genau. Brauchen wir nicht mehr und dementsprechend, naja, ihr wisst ja, wie es ist. So. Wuppdiwupp. So, ich würde mal sagen, machen wir es auf der anderen Seite, also genau gegenüber, dann haben wir entsprechend einen direkten Vergleich auf dem Block hier. Mach es auf dieselbe Höhe. Ich weiß nicht, ob es die optimale Höhe ist. Ich weiß es nicht. Wir testen es. Das ist für mich auch alles Neuland, was wir hier machen. So, jetzt wird es auch schön gleich dunkel. Ja, also die anderen sind definitiv besser, schon sehr gesagt. Die sind definitiv besser als die. Die haben ein weißeres Licht. Und die sind auch heller. Okay. Das heißt, wir haben zumindest ein bisschen ausgeleuchtet. Das heißt, wenn ich unser Licht ausschalte, wir sehen hier unten trotzdem was. Ich würde auf jeden Fall die verwenden. Die geben ein gutes, warmes Licht. Ich würde sie eventuell einen Block tiefer setzen. Das ist 1, 2, 3, 4, 5. Also auf dem vierten Block würde ich sie setzen. Dann strahlen sie das Licht da nicht so stark an die Wand und vielleicht sollte man sie überhaupt an der Außenwand montieren vielleicht. Huh? Ich glaube, das wären vielleicht Lichter in der Außenwand besser. Wir haben leider eben im Moment keine Außenwand. Also könnten wir... ja, ich würde es also eben einen Block tiefer setzen. Und dann überlegen wir uns das mit der Decke. Weil im Prinzip, wenn wir da die Decke reinziehen, könnte man sie auf die Decke hängen. Das können wir immer machen. Die große Frage ist, wo geht es weiter? Das ist jetzt eigentlich meine Überlegung, wie man das weiter ausgestaltet. Und ich weiß genau, was ich auf jeden Fall als erstes machen möchte. Bevor ich nämlich hier unten weiterarbeite, es gibt ein großes Problem. Also, großes Problem ist übertrieben. Aber ein kleines Detail, was wir noch fixen müssen, es gibt die zwei Nordfundamente. Die zwei Nordaußenfundamente sind nicht nach unten verlängert worden. Das habe ich schon mal angesprochen. Nein, mehr als einmal. Ungefähr 10-mal. Und die müssen wir verlängern. Weil sonst kriegen wir Probleme beim Ausbau der Basis. Wenn wir sie da unten nämlich zuerst ausbauen. So, jetzt muss ich die Jungs mal finden. Ich gelootet, ja, haben wir. Wo sind die Nordfundamente? Ach Quatsch, bin ich schon viel zu weit. Ich glaube schon, die Basis erstreckt sich wirklich durch den ganzen Berg. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Diese hier. Dieses Fundament hier und das da drüben. Ich wollte es euch nochmal von oben zeigen. Also wir wissen, dieser hier und dieser hier. Und das heißt, wie kommen wir am besten an die ran? Ja, wir müssen da uns rangraben, glaube ich. Ich glaube, das ist die vernünftigste Entscheidung.
zwar, wenn wir quasi uns von hier, weil da ist ja Sand, wenn wir uns darüber arbeiten und das so machen. Hoppala. Oh weh. Oh, 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 oh. Das ist da keine Haltbarkeit. Das muss halten. Und genau das Eck ist natürlich nicht verkleidet. Na super. Also wenn das runterrasselt, dann geht es richtig bergab, Leute. Oh Mann. Du liebes bisschen. So. Jetzt mal reinbuddeln und das Fundament suchen. Und dann verfolgen wir es nach unten. Es geht nämlich nicht sehr weit runter, und wenn wir es entsprechend unten ausschachten und dann unten verstärken. Verlängern. Verlängern ist der richtige Ausdruck. Ja, da bist du. Da bist du. Hoppla. Sorry, my bad. Da bist du. Oh, kacke. Dude, du machst wieder drei Sachen auf einmal. Und dann haben wir wieder keinen Inventarplatz. Nicht mal für den Sand. Das ist natürlich jetzt wieder mal typisch. Eie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 
Aber gleich sind wir fertig mit dem Fundament. Oh, dass man das so machen kann, sonst hätten wir jetzt echt Probleme gehabt, wenn das einstürzen würde. Das Problem ist übertrieben, aber ihr wisst ja, was ich meine. Das wäre ärgerlich gewesen. Ah, ich bin jetzt gar nicht sicher, wo der Block hingehen würde. Ich grade ihn einfach mal ab. Zweifelsfalle kann es nicht schaden. Und da sind wir schon und wir haben keinen Platz mehr für den Sand. Ah, Ölsand, ja klar, Ölsand, klar. Okay. Moment, erst den und dann das. Das schon ausgeschachtet haben, haben wir uns auch gleich wieder zu. Okay, das Fundament ist auch bis runtergezogen. Ist die Frage, wo ist unser Raum? Ich habe keine Ahnung. Ja, also Richtung, wenn wir uns Richtung da reingraben, müssen wir eigentlich rauskommen. Ja, da sind wir schon. Okay, das heißt, wir werden dann da weiter fortfahren, das andere Fundament auch nochmal runter versetzen. Oh Leute, wir können mal die Beleuchtung genießen. Schaut mal an, das ist nicht einmal schlecht. Definitiv ist das Licht wesentlich heller. Wärmeres Licht. Ist hier genau gleich montiert. Das heißt, ich würde mal diese Lampen hier favorisieren. Wobei wir testen dann nochmal in der nächsten Episode dann auf einer dritten Seite die Simple Lights, weil die sind auch leichter herzustellen. Hängen die nochmal dazu. Und dann machen wir vielleicht noch eine vierte Variante mal auf die andere Seite. Dass wir wirklich einen schönen Vergleich haben, wie was wo hängt. Beziehungsweise werden wir die da drüben wegnehmen. Aber schauen wir mal, dass wir einen 1:1 Vergleich haben. Dass wir jetzt mal da jetzt dazwischen hängen, haben wir vielleicht nicht so einen guten Vergleich. Wir wissen auf jeden Fall, die sind nicht gut. Die sind schon mal deutlich besser, aber sie leuchten halt auch nur einen gewissen Bereich aus. Also sehr punktuell sind die Lichter eigentlich. Die haben eine sehr, sehr schlechten, eine sehr schlechte Abstrahlung. Nach vorne sind die sehr gut. Die sind, ja, das sind also schwach, aber die sind nach vorne gut. In die Richtung sind sie nicht schlecht, darunter sind sie nicht schlecht. Aber leider zu den Seiten hin überhaupt sieht man da gar nichts. Dann müssen wir auf jeden Fall uns dann überlegen, wie wir das besser machen. Ich möchte eigentlich in der Nacht auch was sehen. Also ich möchte wirklich da schöne ausgeleuchtete Baustelle haben. Und da muss ich mir überlegen, wie wir das machen. Und den Scheinwerfern ist blöd, die können wir nur horizontal montieren. Also wir könnten natürlich da einen Scheinwerfer ins Eck stellen und da einen Scheinwerfer ins Eck stellen. Das wäre vielleicht das Beste. Das wisst ihr was, das probieren wir jetzt nochmal schnell. Weil ich glaube, mit diesen Lampen, da müssen wir so viele installieren. Ja. Dass das ordentlich in die Ressourcen geht und im Endeffekt erst wieder kein vernünftiges Licht bringt, weil ich möchte wirklich die Winkel ausgeleuchtet haben und ich glaube, die Scheinwerfer machen das. Riesenproblem an denen ist halt, dass man sie nur horizontal montieren kann. Deswegen habe ich gedacht, wir probieren jetzt mal die anderen. Aber wir haben ja zwei gebaut, wir testen die jetzt einfach aus. Mir ist gerade die Idee gekommen, wir können sie ja rotieren. Und wenn man sie schräg, also diagonal, was machst du denn da schon wieder für einen Blödsinn mit deinem Baumaterial? Das muss ich dann auch mal sperren, das Schild, dass wir es nicht versehentlich anklicken können. So. Okay. Lass uns schon raus und da haben wir die Lampen. Genau, die wollte ich testen. Die Jungs hier. Schauen wir uns das nochmal an. Auf jeden Fall ist das schon mal wesentlich bequemer, wenn man sich da rauf und runter bewegen kann, so wie wir es jetzt machen. Ja, wir sollten die Leiter auch nach. Wir sollten nach links eine Leitersicherung machen, ha? Wobei wir bräuchten eigentlich auch rechts auch eine. Ha, okay, ich konzentriere mich. Ich darf nämlich nicht links oder rechts drücken. Nicht die Maus verreißen. Sehr empfindlich eingestellt, wenn ich auf 2400 dB oder so oder mehr. Also wenn ich da mal kurz verreiß, dann ja. War's das mit uns? Ja genau, wir können sie nämlich so in die Ecke montieren und theoretisch immer. Ha, schaut mal. Ja, ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden. Wenn wir die auf mehreren Ebenen montieren. Das könnte funktionieren, wenn wir die immer in die Ecken montieren. Das wäre eine echt gute eine Überlegung. Ich glaube, das machen wir. Ich werde sie mal. Ja, machen wir sie mal klassisch. So und so.
Heuer und Halmer noch. Und dann in die Ecke legen. Wir können sie auch wieder aufpicken, oder? Geht das? Nein, kann man nicht. Das müssten wir mal wieder aufheben können. Die ganzen, diese richtig teuren Lichter sollte man eigentlich wieder aufheben können, finde ich. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das ausschaut. Ja, das ist richtig. Das ist. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Oder eher schon mal vorgestellt. Ja, also besser als alles andere bis jetzt. Damit kann man schon was anfangen mit der Beleuchtung. Es ist zwar jetzt unausgeglichen, ja, aber wenn wir dann nochmal vier, also nochmal zwei in die Ecken, also in jedem Eck eine hätten, würde das glaube ich, ganz gut ausleuchten. Nicht perfekt, aber ich glaube besser, wenn wir es nicht hinkriegen. Bevor wir da jetzt mit den Lampen arbeiten, ich glaube, da ist das der Baustellenleuchter besser. Das Problem ist, die sind verdammt teuer, gell? Ich glaube, was kosten die, die sehe ich da gar nicht. Wie heißen die Teile nochmal? Spotlight. Ja, die brauchen ein Headlight, das ist das Problem. Die sind recht billig in der Herstellung, alles andere ist kein Problem. Aber die Headlights sind das Problem, die haben wir nicht so viele. Da können wir nicht so viele von denen herstellen. Ansonsten sind die Dinger, finde ich, ziemlich cool. Weil die haben richtig einen schönen, grellen Lichtkegel, damit fangen wir mehr an. Er müsste eigentlich noch stärker sein, eigentlich von diesen Lampen, würde ich mir erwarten. Die Dinger haben einen Durchmesser von, was sind das, 30 cm oder was, was die an Lampengröße haben. Also das müsste eigentlich richtig grell sein, knallig. Aber okay. Ich glaube, damit könnte man unsere Baustelle vernünftig beleuchten. Selbst ohne Licht habe ich da ein bisschen am Blick und mit. Glaube ich, könnte man da einiges machen. Ich weiß nicht, wie viel wir da installieren würden, aber zumindest ist es dort, wo wir arbeiten, muss man wenigstens was sehen. Das hilft uns hier auf jeden Fall. Würde ich sagen, können wir weiter ausbauen, können wir weiter planen, wie wir es machen werden. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Episode schauen, wo wir das letzte Fundament noch setzen müssen. Wir haben jetzt hier eins gesetzt, das heißt, das andere ist hier drüben auf der anderen Seite, sprich hier in dem Eck. Dieses Fundament müssen wir angehen, in der Nordostecke, dass wir mal das vollenden. Dann haben wir nämlich alle 8 Säulen, die da runtergehen, von oben bis unten, plus die 4 Säulen in der Mitte, die nach ganz nach oben gehen. Und dann, dann können wir entsprechend die Rahmenkonstruktion weiter angehen. Wenn wir uns anschauen, wie, was, wo, wann und warum, wie wir das weiter ausbauen werden, hier können wir sogar richtig schön ins Eck uns hinarbeiten, also hier richtig schön kuschelig mal hinklettern. Da haben wir die Mittelsäule oder die Außenseite, das müsste die Außensäule sein. Nein, das ist nur ein Füller, da ist nur ein wenig Rand, das ist die Außenseite, bruh. Sieht man schon, dass das ist die Außenseite. Okay, Leute, ich würde sagen, in der nächsten Episode werden wir noch diese letzte Säule hier reparieren, dass wir das auch noch haben. Dann haben wir alle 8. Ja, und dann, wie gesagt, wenn wir weiter bauen, schauen, wie wir das weitermachen. Ihr seht ja, das Ganze nimmt schön langsam etwas Gestalt an. Wir haben den Mitteltrakt, also die Mittelsäulen fertig. Wir werden die Außensäulen alle 8 fertig haben. Und dann können wir, bis dahin, dann habe ich mir schon überlegt, wo wir genau die Horde in Empfang nehmen werden. Also die Hordegrube, die eigentliche Hordegrube soll nicht ganz unten sein. Das möchte ich nicht machen, weil die zu viel Fallschaden nehmen. Außerdem nehmen wir uns den ganzen Bauplatz weg. Überlegt es mal. Wir haben einen riesen Schacht, wir haben das riesen ausgehoben und haben eigentlich gar keinen Bauplatz für unsere Basis, wenn wir das ganz unten machen. Schon mal daran gedacht. Also das Haus möchte ich eigentlich oben drauf stellen, aber da schauen wir mal, wie wir das bauen. Wir können einen Forge-Raum ja auch unten machen, wie auch immer. Also wir brauchen auf jeden Fall, es macht Sinn, zumindest die letzten 20 Meter für die eigentliche Basis oder für später aufzuheben, weil wir haben es ja schon ausgeschachtet, dann nutzen wir das auch. Das heißt, das wird die nächste große Überlegung, wo machen wir die Horde-Ebene. Ich werde mir das nochmal draußen in Ruhe am Tageslicht dann anschauen. Wir werden nochmal entsprechend, hier können wir ja weiter ausschachten, eben diese eine Säule machen. Ja, und dann werden wir bei Tageslicht mal inspizieren, wie hoch, wie tief das sein muss. Und dann bauen wir mal diese Ebene. Und von dieser Ebene können wir dann alles andere weiter überlegen. Gut, Leute. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte ein Like und subscribe den Channel, wenn ihr wissen wollt, wie es denn bei uns weitergeht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis bald.